Es knallte. Wieder war eine Ratte in die Falle gegangen, die hinter dem Zugang zum Versorgungsschacht in meinem Badezimmer stand. Diesmal war es eine besonders große. Vielleicht die Mutter. Obwohl die Falle die Ratte so erwischt hatte, dass sie ihr ein schnelles Ende bereiten sollte, kämpfte sie immer noch wild und rang nach Luft. Sie keuchte und schmatzte, wenn sie den Speichel versuchte herunterzuschlucken, der sich in ihrem Maul sammelte. Ein bisschen tat sie mir leid und ich überlegte, wie ich ihre Qual schneller beenden konnte. Doch die Ratte gab nach einem letzten Aufbäumen ihres Körpers nach. Sie war Nummer 8. Und das allein in dieser Woche. Der Kammerjäger sagte, dass dieses Verhalten völlig untypisch ist. Normalerweise dauert es 1 bis 2 Wochen, bis wieder einer dieser Nager in die Falle geht, wenn es einen erwischt hatte. Vermutlich ist das hier eine Art Laufstraße, sagte er. Wir müssen nur herausfinden, wo die Biester reinkommen oder wo sie ihr Nest haben. Leider mussten wir bereits früher feststellen, dass das nicht einfach zu sein scheint. Wir versuchten es mit einer TV-Kanalisierung. Das kann man sich wie eine Darmspiegelung vorstellen, nur dass damit die Eingeweide des Hauses untersucht wurden. Die Versorgungsschächte sind weit verzweigt und der Kammerjäger stieß ständig auf Sackgassen. Auch die Reichweite dieses Kameraschlauchs reichte nicht aus, um alles zu erkunden. Ich musste also wohl oder übel vorerst weiter mit diesem Problem leben. Es war nicht angenehm, dieses Kratzen und Scharren in den Wänden zu hören, aber immerhin besser, als diese wandelnde Pest auf ihr Bein direkt in der Wohnung zu haben. Auch eine Woche später riss der Strom nicht ab. Im Gegenteil. Mittlerweile musste der Kammerjäger 2-mal täglich kommen, um die Falle neu auszurichten, denn wenn eines dieser kleinen Monster in die Falle getappt war, scheuten die anderen nicht davor zurück, ihren Kameraden an- oder sogar aufzufressen. Es wäre eine zu große Schweinerei gewesen, eine halbe Ratte, deren Gedärme raustropften, aus dem Schacht zu ziehen. Von dem Anblick an zu schweigen. Scheinbar ging ihnen ihr Futter aus, wo auch immer sie es auch herbekam. Und noch eines wunderte mich. Warum redete keiner der Nachbarn darüber? War ich aber der Einzige, der die Plagen wahrnahm? Auch wenn es meinem Vermieter nicht gefiel, begann ich die anderen Einwohner des Hauses nach und nach darauf anzusprechen. Es dauerte einige Tage, bis ich alle erwischt hatte, aber einer von ihnen war irgendwie nie zu Hause, egal zu welcher Tageszeit man auch klingelte. Alle sagten, sie wüssten von nichts und hätten auch nichts gehört, sodass nur noch dieser eine Nachbar etwas wissen könnte. Aber nach dem Gespräch mit den anderen hatte ihn seit langem niemand gesehen und es war immer still in der Wohnung. Ich rief daraufhin meinen Vermieter an, um ihn zu fragen, ob er etwas darüber wisse, aber auch er hatte lange keinen Kontakt zu ihm. Die Miete ging jedoch immer noch regelmäßig von ihm ein, er wollte sich aber darum kümmern. Als mein Vermieter den scheinbar Verschollenen auch nicht erreichte, beschloss er, den Schlüsseldienst zu rufen, um die Wohnung aufzubrechen. Was wir sahen, verschlug uns den Atem. Säckeweise Müll war in der ganzen Wohnung verteilt, dazu jede Menge Zeitschriften und ungeöffnete Briefe. Ich rechnete mit dem Schlimmsten, aber von dem Wohnungspächter war keine Spur zu sehen. Ich nutzte die Gunst der Stunde, um die ja nun eh offene Wohnung von dem Schädlingsbekämpfer untersuchen zu lassen. Wider allen Erwartungen war diese Wohnung aber nicht der Auslöser für die Rattenplage. Einige Wochen später erfuhr ich, dass der verschwundene Nachbar einer dieser Mietnomaden war. Aber dies löste nur ein Rätsel. Die Ratten blieben. Eines Morgens wachte ich auf und sah etwas hinter die Spülmaschine huschen. Toll, jetzt sind sie sogar in der Bude, dachte ich. Scheinbar hatten sich die Viecher in der Küche durch die Wand gefressen. Ab da setzte ich meinem Vermieter die Pistole auf die Brust. Entweder er nahm sich dem Problem richtig an, oder ich würde keine Miete mehr zahlen. Daraufhin schickte er eine ganze Regie an Handwerkern, die mein Badezimmer auseinandernahmen. Die Mieter über mir mussten da auch durch, um alle Möglichkeiten auszuschließen. Die Ratten könnten ja jederzeit auch zu ihnen durchdringen, was für den Vermieter zu einem noch höheren finanziellen Schaden geführt hätte. Die Hauruck-Aktion war auch von Erfolg gekrönt. Es war aber ein zweifelsohne trauriger Erfolg, denn man fand nicht nur das Nest der Ratten. Ich hatte gerade den Briefkasten geleert, als sich einer der Handwerker an mir vorbei nach draußen drängelte und sich mitten auf der Straße übergab. Nur eine halbe Stunde später tauchte die Polizei samt Spurensicherung auf. Ich wollte natürlich wissen, was da vor sich ging, beschloss aber vorerst wieder in meiner Wohnung zu verschwinden. Es dauerte 2 weitere Stunden, ehe der ganze Spuk ein Ende hatte und eine meiner Nachbarinnen in Handschellen zu einem Polizeiwagen geführt wurde. Wie mir einer der Handwerker berichtete, trug sich Folgendes zu. Die Nachbarin aus dem 4. Stock, ich glaube sie heißt Jessica, öffnete völlig betrunken die Tür, als die Handwerker ihre Arbeit beginnen wollten. Aus zu diesem Zeitpunkt unerklärlichen Gründen lehnte sie das Aufbrechen ihrer Badezimmerwand vehement ab. Nach einer langen Diskussion gab sie aber nach und verschwand in ihrem Wohnzimmer, wo sie sich einschloss.
Einer der Arbeiter begann mit einer Flex die Wand aufzuschneiden, stoppte aber nach kurzer Zeit, da ihm ein unerträglicher Geruch in die Nase stieg. Erst dachte er, er hätte eines der Abflussrohre erwischt, doch laut Plan waren diese an einer anderen Stelle. Er setzte sich einen Atemschutz auf und setzte seine Arbeit fort. Als er dann das erste Stück der Wand wegriss, entdeckte er dahinter eine zerfetzte Plastiktüte. In dem Moment, in dem er sie herausnahm, fiel ein faustgroßer, offenbar menschlicher Schädel heraus, woraufhin er die Tüte fallen ließ und aus dem Haus rannte. Die gefundenen Knochen waren die Überreste von Jessicas Baby. Sie war schwanger, aber ihr rücksichtsloser und eiskalter Freund war nicht begeistert davon. Er stellte sie vor die Wahl, entweder er oder das Baby. Da sie ihm völlig hörig war und ihn krankhaft liebte, entschied sie sich für ihn. Für eine Abtreibung war es aber zu spät. Still und heimlich, ohne dass es jemand bemerkte, brachte sie zu Hause ihr Kind allein zur Welt. Es war eine schwere Entscheidung für sie, aber aus Angst verlassen zu werden, ertränkte sie ihr Neugeborenes in der Badewanne und wickelte das tote Baby in mehrere Schichten von Plastiktüten ein und entsorgte es im Versorgungsschacht. Sie legte das Bündel hinein und schob es so weit wie möglich nach hinten. Die kleine Leiche zog daraufhin die Ratten an, die sich unweit von ihr ansiedelten und lange Zeit von ihr zerrten. Ich glaubte nicht, was ich da hörte. Als der Handwerker fertig war zu erzählen, packte ich ein paar Sachen zusammen und fuhr für die nächsten Tage zu meiner Familie. Ich brauchte Abstand von diesem Haus, doch ließen mich die Geschehnisse nicht los, da die Geschichte in jeder Zeitung stand und auch in anderen Medien Beiträge darüber hoch und runter gespielt wurden. In dem letzten Artikel, den ich las, ging es um ihre Anhörung. Dem Bericht nach antwortete sie auf keine einzige der gestellten Fragen. Auf die Frage, warum sie nicht über eine Adoption nachgedacht hatte, brach sie jedoch zusammen. Unter all den Szenarien, die sie sich ausmalte, war dieses wohl nicht dabei.